Anna, wir haben ja jetzt den Brunnen endlich fertig. Und da sind bestimmt ein paar Leute neugierig und wollen mal so ein paar Eckdaten hören zum Thema Brunnen. Erzähl doch mal. Gerne. Also, der Brunnen ist fertig, der ist auch in Betrieb jetzt für die Baumaßnahmen. Der Brunnen ist gut 120 Meter tief, in etwa 90 Meter Tiefe hängt eine Pumpe, eine sehr kräftige Pumpe. Der Brunnen ist sehr ergiebig, der bringt etwa 15.000 Liter pro Stunde. Die Wasserqualität ist ausgezeichnet, sehr, sehr weiches, sehr klares Wasser. Paraguay verfügt über Wasservorräte in einer unendlich großen Menge. Man könnte etwa 200 Jahre die ganze Weltbevölkerung mit Wasser versorgen. Ja, kann ich noch zum. Ah ja, der Brunnen hat etwa gekostet knapp 10.000 Euro umgerechnet. Darin ist im Prinzip Pumpe und die Leitungen, das Bohren, alles inklusive. Wir freuen uns sehr drauf mit dem Wasser, wenn wir unseren Pool füllen können, unsere Wäsche waschen, duschen, kochen und natürlich auch trinken. Da freuen wir uns sehr drauf, auf autark zu sein von der Wasserversorgung. Im Übrigen bezieht auch Paraguay seinen gesamten Strom über Wasserkraftwerke, das sei noch dazu gesagt. Und ist auch ein Stromexporteur. Das heißt, sie produzieren mehr Wasserkraftstrom, wie sie hier verbrauchen im Lande. Der Strom ist sehr günstig auch hier. Und es ist im Prinzip soweit dann Ökostrom. Was anderes bekommt man hier nicht. An der Ruta dos, außerhalb, ein Stückchen außerhalb von KQP, gehen wir jetzt zum Hydro-Service. Das ist eine Firma, die Brunnen bohrt. Weil das ist jetzt unsere erste Amtshandlung auf unserem Gelände, auf unserem Grundstück, einen Brunnen zu bohren. Jetzt sind wir quasi im Office von der Brunnenbohrfirma und hier sieht man in den Regalen so kleine Gesteinsproben. Das ist ganz interessant. Das sieht aus wie ein Bohrer. Also aus dieser Hey, Gesteinsschicht kommt dann das Wasser. Das weiß er schon. Wow. Pero más blanco, noch weißer, noch heller ist dann das Gestein und das führt immer Wasser. Para reforzar 6 mm mínimo. 6 mm dick mindestens. Das hat Tubo Chico auch einmal gelernt. Einmal der oder? Das ist ein Rohrmaß, hat aber auch noch großes Rohrmaß, je nach Wassermenge. Ist auch eine Kostenfrage. Umso größer gebohrt wird, etwas teurer. Kleiner gebohrt für ein weniger Wasservolumen ist dann etwas günstiger. Ich noch mal herkommen. Bald. Wie alt der Mann immer grande ist er hier? Der Mann immer grande. Hier kriegen wir jetzt die verschiedenen Maße der Rohre bzw. Durchmesser der Rohre gezeigt. Wir gehen jetzt noch nach hinten, wo wir die Wasserrohre gezeigt bekommen. Wir haben jetzt eben schon eine Einführung bekommen, wie so ein Brunnen gebohrt wird, nach was man achten muss, dass da nichts oxidieren kann und der Quarzsand noch in ein zweites Rohr eingelassen wird, wenn dann das Rohr quasi im Felsen feststeckt. Und das sind jetzt die Wasserrohre, die sind geschmacks- und geruchsneutral, natürlich rostfrei. Während der Corona-Zeit gab es keine Rohre mehr. Und dann hat die Fabrik aus Recyclingmaterial die hergestellt. Ist auch für
Trinkwasser gebraucht, nicht geeignet auch für Bewässerung, Landwirtschaft, ja, deswegen hat er noch den von den Linien. Aber er verwendet für Brunnen, für die Häuser nur diese Art von Rohren. Die blauen hier die werden blauen für Wasser verwendet. Mhm. Das ist der Unterschied, da verwendet dann der Durchmesser, diese paar Zentimeter, ne? Ja, macht auch viel aus, weil bei den ja Pumpen, da geht es ja um Millimeter, was die... Ja gut, es ist ja von der Fläche her, ne? Ja. Geht es ja... Anam, hast du das jetzt alles verstanden, so in dieser Brunnenbohrfirma, was der so erzählt hat, wie dieses System jetzt funktioniert? Also es wurde uns gut erklärt, dank der Übersetzung von Christian, da ich mich noch nie mit Brunnen beschäftigt habe, so wirklich, denke ich, habe einiges gut verstanden. Wir haben viele Fragen gestellt dazu, welche Größe ein Bohrloch hat, wie tief das gebohrt wird. Der anwesende Geologe, der Manuel, der hatte auch gleich gewusst, um welches Gestein es sich etwa handelt, wie tief man bohren muss, um auf eine gute Wasserblase, eine ergiebige, zu stoßen. Er sagte auch, das Wasser, die Wasserqualität da oben wäre ganz hervorragend, wäre eine sehr gute Wasserqualität. Das freut uns natürlich sehr. Das ist natürlich das A und O. Und ja, der Brunnen wird ca. 120 Meter tief werden und da wird eine Tauchpumpe dann eingehängt und die sollte also mindestens 20.000 Liter pro Stunde bringen und freuen wir uns drauf. Immer frisches Grundwasser ist im Prinzip Artesia-Quellenwasser. Wir düsen jetzt direkt von der Brunnenbohrfirma zu unserem Grundstück, treffen dort einen Elektriko, der mit uns gemeinsam abschätzt, wie es aussieht, zum Thema Elektrizität auf das Grundstück zu bringen. Es soll 3-Phasen-Strom werden. Wir müssen jetzt gucken, wo man und wie man die Masten stellen kann. Und ja, natürlich holen wir uns da jetzt auch einen Kostenvoranschlag ein. Wir sprechen jetzt mit dem Elektriker und unserem zukünftigen Nachbarn Edgar über die Verhältnisse der Straße und wie man hier am besten Strom legen kann. Natürlich alles vorbehaltlich der Abklärung mit der Gemeinde. Und hier hinten geht's nach oben, zu unserem Grundstück. Das war der Paul an meiner Leine. Wir laufen jetzt an unserer Grundstücksgrenze entlang mit dem Elektriko und gehen mal alles ab und gucken, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt, wo wir am besten dann den Strom legen und so weiter und warten dann auf ein Angebot. Hier sieht man nochmal das Grundstück. Das sind jetzt hier bis nach hinten, wo man gucken kann, 2 Hektar, die wir gerne parzellieren und weiterverkaufen wollen. Und hier, worauf warten wir, Anam? Wir warten auf den Brunnenbauer, denn heute geht es los mit unserem Tiefbrunnen. Mindestens 120 Meter Top-Wasserqualität wird erwartet. Heute ist ja Tag 3 des großen Saubermachens. Ich bin sehr zufrieden, was unsere 2 Jungs hier weghauen, wie die umgehen mit diesen Motorsensen. Man kriegt jetzt mal einen ganz anderen Blick, was überhaupt ein Hektar ist. Wie das so mit Büschen bewachsen war, hat man gar nicht so ein Gefühl gehabt, wie groß das Gelände ist. Ja, und ich komme nach wie vor immer wieder gerne hierher. Es geht los. Das erste Auto ist schon da und da hinten hören wir die große Bohrmaschine anrollen. Da haben wir das schöne Stück. Der große Bohrer, der muss jetzt übers Gelände an Ort und Stelle gebracht werden. Da liegt direkt mal ein kleiner Baumstamm im Weg. Ja, und das ist jetzt der Platz, den wir auserkoren haben, wo der Brunnen gebohrt werden soll. Und hier wird jetzt der Bohrer eingerichtet.
Wir bleiben jetzt noch einen kleinen Moment und gucken mal, was passiert. Jetzt wird im Prinzip der Bohrer in die Waagrechte noch gestellt, damit das Loch auch kerzengerade nach unten geht. Also mit der Wasserwaage? Mit der Wasserwaage, genau. Das funktioniert. Ist ja bei all den groben, grobschlächtigen Geräten Feinstarbeit. Ja. Hier seht ihr noch mal den dicken Bohrer, der wird jetzt gleich installiert. Wasser! Ich würde mal sagen, das sprudelt Wasser! Gibt es jetzt bei dem Wasser irgendein Limit? Mit Sicherheit gibt es stets ein Limit. Wir haben den Brunnen jetzt so dimensioniert von der Leistung her, damit wir auch die angrenzenden Grundstücke bequem mit Wasser versorgen können. Also da muss nicht jedes Grundstück einen eigenen Brunnen bauen. Dafür haben wir gesorgt, dass da genügend Wasser vorhanden ist. Und auch die Stromleitungen, der Dreiphasenstrom, der Trafo, ist alles dimensioniert für mehrere Grundstücke.